Am 9. Juni präsentiert die britische Band Depeche Mode ihr neues Album Delta Machine. Und dafür muss es dann schon das Berliner Olympiastadion sein. Ihre glühendsten Anhänger hatten Depeche Mode übrigens in der DDR, wo sie vor 25 Jahren tatsächlich auch mal auftraten für ein einziges legendäres Konzert auf Einladung der FDJ. Diese und noch viele, viele andere Geschichten haben jetzt zwei Hardcore-Fans von damals aufgeschrieben in ihrem offiziellen Depeche Mode-Fanbuch. Depeche Mode 2013. Perfekt inszenierter Pop für Jung und Alt. In den 80ern war das anders. Im Westen erschrecken Kids ihre Eltern mit der Mode der Briten. Im Osten passt ihr düsterer Sound zum grauen Alltag der DDR-Jugend. Dennis Burmeister aus Malchin und Sascha Lange aus Leipzig sind Depeche Mode-Fans der ersten Stunde. Ende der 80er sind beide noch Schüler, als sie erfahren, dass Depeche Mode nach Ost-Berlin kommen soll. Eine Einladung der FDJ. Am 7. März 1988 ist es soweit. Über Beziehungen ergattert Sascha Lange eine Eintrittskarte. Es lag eine unglaubliche Spannung in der Luft. Ich erinnere mich, ich kam ja aus Leipzig mit dem Zug und traf irgendwo in Berlin auf einem S-Bahnsteig noch zwei Depeche Mode-Fans, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Aber wir erkannten uns sofort an unseren Klamotten und an den Frisuren und grüßten uns und sagten gleich bis heute Abend. Ausnahmezustand vor der Werner-Seelenbinder-Halle. Die Polizei bildet Sicherheitskordons und Zugangsschleusen für 6000 freudentrunkene Teenies. Die FDJ hatte die Karten an Schüler in der ganzen DDR verteilt. Trotzdem werden auf dem Schwarzmarkt Tickets zu Wucherpreisen bis zum Dreifachen eines Lehrlingslohns gehandelt. Manch einer gibt sein Moped für eine Karte. Erst als dann das Intro einsetzte, als dann das Licht im Saal ausging und das damals bei der Tour bekannte Intro Pimpf einsetzte, da war dann eigentlich den Leuten im Saal klar, jetzt findet hier wirklich ein Depeche Mode-Konzert statt. Und es war totenstill im Saal, weil 6000 Leute verarbeiten mussten, jetzt geht wirklich nichts mehr schief, jetzt sehe ich wirklich Depeche Mode gleich. Noch kurz vorher galt die extravagante Band als verdächtig. Die Stasi behielt die Fans im Auge. Mit dem gewagten Konzert will die FDJ ein Stück verloren gegangenes Terrain zurückholen. Das Konzert war ja eigentlich offiziell als FDJ-Geburtstagskonzert deklariert, aber FDJler habe ich dort kaum gesehen. Also es waren welche da, aber es war nicht so, dass die Halle voller Blauhemden war, sondern die Halle war voller Depeche Mode-Fans, die schwarz gekleidet waren und die Frisuren hatten, wie Depeche Mode-Fans eben damals rumliefen. Die Depeche Mode-Fans in der DDR leben für ihre Musik, aber Platten und Fanartikel sind kaum zu bekommen. Trotzdem sind die Wände der Kinderzimmer mit Postern gepflastert. Depeche Mode-Fan sein hieß, viele Sehnsüchte haben. Es war damals unglaublich wichtig, Poster der Band zu haben. Das ging meistens dann über Bravo-Poster. Die Bravo war ja in der DDR eine verbotene Zeitschrift. Das heißt, die mussten in die DDR geschmuggelt werden. Das bedeutete, man hat seiner Großmutter gesagt, wenn sie auf Besuch kam, bring mir doch eine Bravo mit. Gerade mit dem ungewöhnlichen Styling demonstrieren die Fans ihr Anderssein. Lange Haare und laute Westmusik hatten die Behörden zähneknirschend hingenommen. Nun standen sie voller Unverständnis vor diesen Gruftengängern, wie es im Polizistendeutsch hieß. Das war ein Zeitpunkt in der DDR, wo eigentlich die Kontrollinstanzen, also was Staatssicherheit anging oder die Lehrmeister in den Betrieben oder die Schuldirektoren, de facto vor dem Einfluss der westlichen Popmusik schon kapituliert hatten. Also es war für die DDR nicht mehr möglich, diesen unstillbaren Hunger der DDR-Jugend, das ging ja nicht nur um Depeche Mode, sondern auch um andere Popbands, den irgendwie einzudämmen. Dennis Burmeister ist Depeche Mode immer treu geblieben. Der Grafikdesigner hat mit den Jahren die weltweit größte Sammlung an Depeche Mode-Devotionalien angehäuft. Gemeinsam mit Sascha Lange hat er jetzt ein Buch über das Phänomen Depeche Mode und über die Fankultur in West und Ost geschrieben. Mit
hunderten Fotos, Interviews mit Weggefährten oder skurrilen Stasi-Dokumenten erzählen sie die Geschichte der Band hintergründig und mit viel Witz. Wir wollten mit dem Buch schon auch den Zeitgeist der jeweiligen Epochen wiedergeben. Also ich denke, dass die Depeche Mode heute immer noch so populär sind und so erfolgreich sind, das hat zum einen damit zu tun, dass sie, obwohl sie Superstars sind, sie trotzdem eben nie Musik für die Massen machen. Die Depeche Mode Monument ist die spannende Zeitreise zweier Ostdeutscher durch mehr als drei Jahrzehnte Musikgeschichte. Und wenn Anfang Juni ihre Helden wieder in Berlin auftreten, werden Sascha Lange und Dennis Burmeister wieder ganz vorn mit dabei sein.